Ich wünschte, war alle ein schöner Tag, so ich von dir noch war kann haben. Ich freue mich für diese Gelegenheit, mir Jankert von dir eine Kloster geben an den Mensch verlaat, Mamen und Papen. Wir fingen in unserer Jähnt, manch unsere Menschen sehr viele Probleme, kriegen das, was passieren wird, dass Mamen und Papen verloten, wahrscheinlich nicht passiert, so es Gott sein Plan ist. Ich würde sagen, die meiste Lied, wo wir mit schaffen, besonders jüngere Lied, die kommen mit diesen Problemen ab, sie fingen sich nicht traurig, mit so dort schaffen das, wo sie sind von Tüsse gegangen, oder sie sind noch nicht mal von Tüsse gegangen. Da bin Jank hat mir besonders eine Klasse und das haben. Ich habe mich zum Farsche gewählt aus der Bibel. Wir fingen da nach schaffen und ich dachte, ich würde mal was verbringen. Das Problem, was wir fingen da unten, ist, dass die Älteren loten nicht die Kinder los, und so loten die Kinder nicht die Älteren los. Und hier fehlt mehr Schriftgrund, mehr Schriftstätten, was wir fingen können. Wir fingen in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18, dort ist ein von den Versen, was erscheint, was wir meinen nicht in unserer Kolonie alle ganz verfall ausleben, und dort ist, dort sagt er, dass es nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Gott will ihm eine Frau merken, ja? Gott selbst sagt es nicht gut, wenn er allein ist. Und dort scheint so gleich, wie man nicht alle hat. Befreie dort ist sehr wichtig. Und dort, wie scheint so meist alle. Das sind sehr, sehr wenig, was das überloten tun. So dort ist ein Vers, was wir Gott noch kommen tun. Und wir wollen, scheint so wie man, wir wollen alle eine Frau haben. Und das scheint so, die Frau ist, weil alle Mann haben. Du hast doch nicht mit Arbeit, da will ich nicht jen lehren, ich glaube, dass Gott, ich selbst sie befriedet und ich sie so schaftig, dort ich befriedet kann sein, wie ich so ein schönes Leben da bin. Aber es sind viele Menschen, die dort nicht sein können, dass das Leben so schön ist, ein befriedet Leben, als wie dort durch Gottes Gnade sein können, erfahren können. So, da bin ich mir hier ein Thema von zu merken. Und ich habe 8 verschiedene Verse gefunden, nur in der Bibel, wo dort von dit reden dat, und ich wollte ihn da ihr erste Eber bringen, dann will ich dir nur davon erklären. Wie fängt dort in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24, da sagt es, ein Mann, der verlaat Mamen und Papen, und er wird ein Fleisch mit seiner Frau. So, dit ist ganz am Anfang all, was passieren deid, und aber wirklich, dass Adam und Eva, der hatte nicht mehr am Papen, nicht wie das Gott wir, der vorher, was er gemerkt hat. Und aber du sagst es alle in der Mose, dort das Gott, wenn der Mensch Mama und Papa verlaat, und er wird ein Fleisch mit seiner Frau. Dann fingen wir in 1. Mose 12, Vers 1, du redet von das Wort, du sagst, Abraham ging aus seines Vaters Hause nach ein anderes Land. Abraham, der jenke sein Papa, sein Haus, rührt noch ein anderes Land. Und weißt du, warum? Wenn es Gott, Kapitel 24, Vers 7, da sagt Gott, dass Abraham soll Mama und Papa ein Haus verloten und ich werde ihn nie nicht heimgeben. So, das hat nicht bloß mit Befrieden zu tun, dass ein Mensch soll Mama und Papa verloten. Gott verlangt, dass wenn ein Mensch ist, ein Mensch ist, von den Kindern ein Mensch wird, dann verlangt er, dass er selbst verantwortlich wird und selbst, wo er anfangen hat. Das fingen wir hier in dieser Vers geschrieben, wo Abraham war jeng von Papa sein Haus. Gott hat einen Plan für ihn. Und hier ist ein großes Wertbanner, der zu denken, dass Gott hat für jeder Mensch einen Plan. Gott sein Plan ist nicht, dass wir Kind blieben. Gott sein Plan ist, dass wir abwachsen. Und dann will er uns verantwortlich merken, da wo wir Lothar noch mehr von haben. Matthäus 19, Vers 5 sagt, der Mensch wird Mama und Papa verloten, und er und seine Frau waren ein Fleisch, nur Gott sein Willen. So Gott sein Plan ist dort, dort der Mensch, wenn er abwachst, dort der Mama und Papa verlaat, und selbst ein Heim anfängt. So some würde sein, besonders man ganz mennonit ist das ziemlich die Trouble, dass solange es der Junge dem Jahl sich nicht befriedet, dann muss ich tüß bleiben, bei der Älteren. Und da sind some Städte so groß in der Troubles der Älteren gleiben, dort heim haf nicht in Reich wachst du gönne, heim mat beert blieben. Der Hohle der Fass.
Ich will nun nicht sagen, das wird mir erreicht, wenn die Kinder bei den Eltern bleiben, wenn die auch keine 30 Jahre waren, dass dort nicht unbedingt nur eine Schriftgründe noch erreicht hast. Aber was du erreicht hast, ist, wenn der Junge von 20 Jahren bis 35 Jahren immer noch behandelt wird, aus dem 18 oder 16 Jahren jung, da ist, wo Probleme entstehen, da ist, wo das gehen, Gott sein Wille geht. Gott sein Plan ist, dort wie wir Männer, wo er will, direkt mit Connection hat es Abraham. Er lässt Abraham weiten, verlor du Mama und Papa ihr Haus und geh in das Land, was ich dir geben will. Und hier war wie Lothar nach meiner Timers von H. Aber hier ist mir das wichtig, dort wie das Wort Gottes verstehen, was Gott sein Plan ist, wenn Mensch abwärts zu tun. Wir fingen in Markus 10, Vers 7, am Anfang mög Gott in Morgen und in der Früh, und dort wein soll der Mensch Mama und Papa verloten und mit der Früh taub ein Fleisch werden. So wie fing Farsch und Farsch Eva, dort der Mensch soll Mama und Papa verloten. So fing wenn ein Pfizer 5, Farsch 31. Wie soll Mama und Papa verloten? Warum? Wein setzt euch vorher, dort der Mann und Früh waren ein Fleisch. Die sind von ein Charpa, sagt es, ja? Von einer Sort Fleisch, von einer Sort Knäckes. Und wenn's die ein Fleisch war, da wein, soll der Mensch Mama und Papa verloten, nur Gott sein Plan. So war er, wie wir denken, dass Gott sein Plan ist dort, dort, wenn Kinder abwassen donen, dort die Mama und Papa verloten und waren selbstständig, wo sie direkt mit Gott Connection haben. Markus 10, Vers 29. Das noch war ein anderer Vers, das war er nicht zu tun, mit befrieden. Da sage ich, wie sollen Mama und Papa verloten, um dort Evangelium zu holen. So, wie fingen Eva und Eva, dort hat Gott sein Plan ist, dass sie abwassen bei den Eltern, und da sollen sie Eltern verloten. Ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen eine fremde Liebe für viele von uns Mennoniten, dort wir wirklich mal lehren, dass die Kinder selber die Eltern loslassen. Wir haben also viel gelehrt, dass die Kinder selber die Eltern horchen, die selber dort bleiben, was die Eltern lehren. Aber mir scheint es wichtig, mal das für den Tag zu bringen, dass wirklich Gott sein Plan ist, dass unsere Kinder Menschen werden. Gott sein Plan ist, unsere Kinder selber verantwortlich werden. Und die selber in Grund kriegen auch auf Gott, nicht bloß unsere Eltern blieben. So also, hier redet von Menschen, und das redet auch von einem Mann, und dann müssen wir denken an erwachsene Menschen. Das redet nicht von Kinder, dass Kinder selber Mama und Papa verloren. Dort sagt erwachsene Kinder, können wir sagen, ja. Dann nennt die Bibel dort nicht mehr Kinder, dann ist dort ein Mensch. So, wenn das Reden der von Kinder selber der Eltern gehorsam sind, das ist auch ein Ding, was ich merke, und diese Troubles, das sind Nachschaufsohne, die denken bloß ein Kind bleibt dort vor der Eltern, solange es die Eltern leben. So, das sind dann, wenn ein Kind 40, 50 Jahre wird, aber dort nicht befriedigt ist, dann steht noch einmal unter der Eltern, dann muss er immer noch der Eltern gehorsam sein. So, hier fing wie viele Probleme wird in dieser Welt passiert, man kann uns plötzliche Menschen, dort wie uns nicht reich fingen damit. Hier kann ich eine Geschichte vertellen, warum ich das abbringen. Wir hatten mal ein paar Lieder, die kamen noch eins auch, und die schäden sich gut, die waren jung, dass die hat ungehorsam wie. Die bleiben vielmal bei der zweiten Nacht wach. Und die hatten ein schlechtes Leben. Und sie kamen in Rotfrau, was macht, wie man an sind jung tun. Und wir hatten lang vertellt, und ich frug hat verschiedenste Frauen. Die Mama sieht, sie bleibt noch einmal absetzen, sie ging nicht schlupfen, weil der Junge ist schämt. Und der Papa, dem wird es auch manchmal so, werden mal schlupfen gehen. Aber sie können nicht, sie muss dem Jungen erst sein, dort in Nanchheim. Wenn der Nanchheim, dann redet sie erst mit dem, warum heil war er so laut wie war geblieben. Schließlich, dann sie geht wohl rot geben, dann frage ich mich einmal, wenn sie sagt, doch so, das würde ein Unterschied machen, wie alt die wir, was sie tun soll. Ich sage, wenn ein 14 Jahre jung ist, dann sage ich mir so, dann würde sie mit der Ordnung machen, im Haus in dem Lehren, was sie von Ordnung wollen haben. Wenn sie 20 Jahre wir, dann wir vielleicht bei dort, dass sie würde auch mit der verantwortlich machen, für so von den Dingen, was sie deuten.
Schließlich habe ich gefragt, etwa alt wir, dann sagte sie, das saß 40 Jahre. Okay, dann musste ich frisch ab dem Stall mit Dolzaten anfangen zu grabeln. Wo habe ich alle geredet? Wo habe ich alle vertalt? Und hier sah ich ein großes Problem. Das Junge wird nicht befriedigt, der wird einmal tüss, der wohnt tüss, und sie wüsste sich nicht mit dem. Weil hier würde ich sagen, hier wird sehr neidisch gewesen, dass sie dem mal 21 Jahre heute verantwortlich gemacht für dort, was er tut. Wenn sie wir erwachsen. Hei wir Gott gegenüber verantwortlich, was er tut, nicht der Älteren gegenüber. So hier sind so eine Ding, was da wichtig ist, was wir mal erkennen tun, was Gott sein Plan ist dabei. Jetzt sage ich nicht, dass die Kinder sollen Mama und Papa verloten. Dort sage ich, der Mensch, der soll Mama und Papa verloten. So, wenn wir die Bibel nehmen dann an das, dann müssen wir uns denken, dass wir Kinder, aber dort Menschen sind. Oh ja, wir wollen, ich will nicht deutlich machen, dass sie ihr Kindreich wegschmieden. Aber die Lehre von der Bibel wurde erklärt, was wir Kinder sollen tun. Du redest von Kinder. Aber wo das redet, das ist von Menschen, dort können unsere Kinder sein, aber das sind Menschen. Gott mag den Menschen verantwortlich, oder wie soll es sein, wie uns Ältere sollen unsere Kinder verantwortlich merken, dort wie die Eva halten und die Gottheit nennen. Und die Welt nennen, so ist die Dreht, ja? So ist Gott, die geplant hat, ob er natürlich war. Ich habe hier danach dort heil, dort Bärne wurde ich keine geraten worden, aber sogar dort, braucht wie, unsere Kinder verantwortlich zu merken, dort sie selbst die Entscheidungen merken, ob sie wollen geraten sind oder nicht. Wir finden in Kolosser Kapitel 3, Vers 18, Bad 21. Das Plan gleich, was Gott da hat. Und wenn wir nun alle nehmen, Gott sein Plan lehren, was er planen hat für uns Menschen, in unsere Kinder oder unsere Ältere, was wir mal nehmen wollen, dann müssen wir uns denken, dass Gottes Wort ist so abgestellt, dass der Plan tophängt hat. Er hat nicht unbedingt einen Plan für dass das Kind soll dem Vater gehorsam sein, wenn der Vater arm nicht gehorsam ist. So, wenn wir nicht in Gottes Plan leben dürfen, dann funktioniert Gottes Plan nicht. Morans. Dann stimmt das wohl nicht. Und hier sagt es, der Mann, der soll leben. Kolosser 3, Vers 18, 21. Das ist das Plan, was Gott gemerkt hat. Er sagt, der Mann, der soll seine Frau leben. Und die Frau, die soll der Mann ungedun sein. Und die Kinder sollen der Ältere gehorsam sein. Und dann sagt er nach ihm heran, je Väter dort nicht jene Kinder verbessern. So hier sind etliche Farsch, was von Kolosser 3 Finger tun, was mir nun sehr wertvoller Plan schien zu sein. Erstens, wir können auch noch besagen, was wir in andere Farsch Finger tun, aber erstens, Gott ist der Allmächtige Führer. Er ist der, was diese ganze Welt, diese Familienleben, alles geplant hat. Dort ist er. Und dann hat er durch das Gesetz uns ein Bild gegeben, wo er den Plan auf dieser Welt hat für uns Menschen. Und dann hat er Jesus geschickt, was er hat ausgeführt. Für uns Menschen, wo das vollkommen geworden ist, was Gott sein Plan wir mit der Gemeinschaft, was er mit Menschen will haben. Dann da einer als der Mann, dort ist für diese Jed. Er sagt in 1. Korinther Kapitel 11, sagt er, dass die Früh soll der Mann ungedun sein, und der Mann soll die Früh leben, aber jässlich ist die Früh unter Gott und der Mann unter Gott. So, das ist ein Plan. Aber hier auf der Welt habe ich einen Plan, dass die Früh soll der Mann unter uns sein und der Mann soll die Früh leben. So, ich sage, dort wäre es dort connect fantop. Dort schafft. Und wenn dort schaffen wird, dann schafft das auch sehr fein, wenn die Kinder der Ältere gehorsam sind. Ähnlich ist das eine von der ersten Verheitung, was Gott auf die Kinder gegeben hat, dass sie wollen lang leben, wenn sie das tun. Sie wollen lang leben, wenn sie die Eltern wollen gehorsam sein, und sie wollen den Weg gehen, was an Gott sein Plan ist. So hier macht wie klar haben, dass wenn der Vater ohne Jesus ist, und der Früh ist ohne Don den Mann gegenüber, das ist die Mutter, dann ist es reich, wenn die Kinder die Eltern gehorsam sind. Das ist eine große Verheitung ab.
Und was nun zum Städte passieren ist, dass erstens die Vater ist nicht unter Jesus Christus. Er erkennt Jesus Christus nicht. Er erkennt Gott nicht. Er ist dem nicht gehorsam. Er ist dem nicht unterdun. Er verlangt aber, Gott sein Plan, seine Früh sollen unterdun sein. Da brückt Gott sein Plan. Check mal, die Bibel sagt, du sollst mir unterdun sein. Und er hat zu Gott die Kinder fordern, du sollst mir gehorsam sein, die Bibel sagt. Aber weißt du, dort kann nicht schaffen, es ist dort. Dann erst, ich sage, dann erst ein Gelenk, ich gehört. Wenn wir dort das nicht jeden nehmen, was Gott geplant hat, und sein Plan, der das Schmack tragen hat, dann ist Gott das Bursche Gelenk, das nächste ist Jesus, dann ist der Mann und die Früh und die Kinder. Und wenn der Mann zu sich geht, er hält sich nicht an diese Kette und verlangt, ob er sein Kind soll an der Kette sein, dann erst wird es nicht funktionieren, dann wird es Trouble geben. Und das ist, was wir immer und immer machen tun. In 1. Korinther 13, Vers 11, da sagt Paulus, dann sag ein Mann wird, dann lehre ich auf, was Kinder schwer. So, hier ist auch war ein Geheimnis bei. Dann wie ein Mann wird, nur ein Mann wird, dann lehre ich das Kinder auf. Und weil ich hier ist ein Geheimnis bei, was ich Ihnen sagen will, was wir uns alle wirklich an sich Kinder lehren sollen. Dort, wenn du ein Mann wirst, dann mag ich dich als mein Sehne oder Tochter verantwortlich, dort du nicht mehr die kindische Connection hast mit uns. All diese Einzelheiten, Ordnungen, die wir haben, wo wir ein Kind mit lehren wollen, ohne Don und gehorsam zu sein, wo das Lothar soll keine Gott und den Heiligen Jesus gehorsam sein, dort mag wir uns Kind lehren, dort hat er was switchen hat. Dort lädt los von der Älteren, und switcht Eva nur Gott. Und das ist, was Paulus sagt. Dann sag ich ein Mann wird, dann lehre ich auf, oder dann lehre ich los, wo kindisch wir. Weil wir können sagen, kindisch, ich habe vielleicht auch gemein kindische Anschläge. Alle haben auch Schulden gedeihen, als es selbst gedenkt. Charakter auch Schulden gedeihen, was ein Kind hat, dort ist, was Ältere auch machen, das Kind aus einem Schulden Kind behandeln und tragen dort ab, so dass das verstehen kann. Und wenn das erst alle wird, dann wird wir dort Anerkennung geben, als dass unser Gottesplan dort verantwortlich wird und wie Leute dort los, wie Leute dort wiedergehen. So hier sind Dinge, wo ich mit gleichen meine Offenbarungen zu haben. Ich will hier nun ein bisschen Stell holen und dann werden wir noch das nächste Thema gehen.